Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres NBA 2K14 Let's Plays. Ich bin Rektor Lee und ihr schaut We Play Games for You. Unterwegs zur Arena heißt Heimspiel. Das ist natürlich irre praktisch. Okay, so, Stephen Curry gegen Grizzlies wieder dabei. Heat gewinnen 80 zu 58, das ist schon peinlich, ey, irgendwo. Starten wir direkt ins nächste Match. Gucken, wie wir uns heute schlagen. Auch krass, wie er ein braunes T-Shirt anhat und braune Innenausstattung vom Auto, sodass er überhaupt nicht auffällt. Voll getan. Im eigenen Fahrzeug. Was geil wäre, wenn man jetzt Titel gewinnt, wenn er dann auch die Ringe tragen würde in der Freizeit. Das wäre cool. Weil das ist ja was, was ich am amerikanischen Sport super gut finde. Beim Super Bowl, also beim Football, gibt's dann die Super Bowl-Ringe. Hier bei der NBA gibt's ja genauso dann die Ringe. Und das finde ich richtig, richtig nice. Okay, so, also wir starten wieder mal von der Bank. Plays a really difficult cover because if he gets anywhere near the rim, he can finish. Great strength, the ability to... So, erste Viertel, Minute 50 noch. Zeig mir, dass du an deinem Wurf gearbeitet hast, ab an die Linie mit dir und wehe, du wirfst, was verwirfst auch nur einen Freiwurf. Okay, habe ich dran gearbeitet, muss erstmal einen Foul bekommen, damit ich dir das zeigen kann. Jerebko, the pass to Bynum. The feed to Harrelson. Passes to Jerebko. Pulled the shot. Okay, so. Wir sind schon wieder hinten. Das gibt's doch überhaupt gar nicht. Warum sind wir in so einem Kack-Team? Und ich habe gedacht, yeah, die sind geil. Exactly the kind of start they were hoping for. Jonas Jerebko is really a mobile, hustling four-man out of Sweden. I mean, a nice find for the Pistons as a second-round pick back so, in 2009. Five to shoot. Jawohl, jetzt ist. Den haben wir schön freigespielt. Müssen wir rüber, um ihn zu verteidigen. Darf auf keinen Fall Punkte machen. Gerade noch rechtzeitig bei ihm angekommen. Oh, Scheiße. And Jerebko had that Achilles tear, missed the 2010-2011 season. Yeah, but he bounced back nicely. A little bit of a tweener, kind of a small forward, power forward hybrid, but he's tough. You love the energy and the defense that he brings to the game. Yeah, Jonas is a nice rotation big, you're right. Jetzt aber, oder? Nee. Now the pass to the beast. Du machst ihn. Here's Schroeder. Here's the beast. He's guarded by Bynum. Ah, es war doch klar, dass der vorbeigeht. Aber wir hatten auch keine andere Wahl, leider. Here's Caldwell Pope. He's been patient so far. Nothing yet on the scoreboard. Bynum dishes to Harrelson. Okay, Viertel ist gleich vorbei. Baseline jumper. Jawohl. A free-falling first quarter. Steht zwar nicht besonders gut für uns, aber immerhin, es könnte auch schlimmer sein. Zweites Viertel sind wir nur noch 51 Sekunden vor Schluss, was soll denn das? Ist ja mehr als frech. So for the Pistons, their last game, a win against New York and Detroit. Looking at who they've got. They've got Charlie Villanueva. Jawohl, Punkte. That's Bynum, and it's Caldwell Pope in at the two spot. Whatever their plan was defensively that time, it didn't work. Not if it results in that. Und wir sind bis auf zwei Punkte sogar ran.
Schön verteidigen hier. Scheinen im Moment ein bisschen Momentum zu haben. Weil die spielen die Uhr runter, das gefällt mir nicht. Gehen wir hier hin. Die wollen die Uhr runterlaufen lassen, bevor sie ihren Korb machen. Haben sie aber versaut. Das ist ein bisschen bescheiden. Gut, aber er hat immerhin nicht den Punkt gemacht. Damit gehen wir bis auf 2 Punkte Unterschied ganz gut in die Halbzeit rein. Das ist, denke ich, eine ganz gute Angelegenheit. Ja, ja, ja. Super, super, super. Ab zum nächsten. Oh, was ist denn das? Jetzt sind wir schon wieder 1:45 vor Schluss, ey. Des dritten Viertels. Finde ich ein bisschen ärgerlich. Wird lieber mehr spielen, aber wir bekommen nicht so viele Minuten im Moment. Really compounded, I think, because it was on the road. You have to be sharper when you go out and play as a visitor. Yeah, everything has to be tight. Ah, missed. Any aspect of your game, you're fighting against the crowd and the opponent. You've got to be tougher. Hier runter, den verteidigen. If you're gonna win on the road. The beast is in at the point. Paul Millsap. Ah, shit, ey. Aber wir sind Point Guard. And it's Jenkins in at the shooting guard. Unsere Wunschposition eigentlich auch. Masten? Scheinlich eher nett. Carroll passes to the beast. Shoots from the baseline. Wieder nett getroffen, ey. Das gibt's doch gar nicht. Oh, Beinem. Haben keine Ausdauer gerade für schnelle Aktionen. Natürlich nicht so gut. Gucken, dass wir mehr Assists rausholen. Ah, shit. 8 Punkte Unterschied. Komm, komm, komm. Okay, so, Punkte gemacht. Das ist schon mal gut. Und wir spielen jetzt im Moment zumindest nicht so kacke wie die ganze Zeit über vorher. Arbeiten uns Richtung C+. Und das ist ja letztendlich der einzige Weg, um... Oh, guck mal, wie weit der vorbeigegangen ist. Wahnsinn. Uns langsam ranzuspielen an die Startelf, beziehungsweise Start 5. Das erzähle ich hier. Startelf gibt es beim Fußball, nicht beim Basketball. So. Haben wir hier 1 Minute vor Schluss. Find's ein bisschen schade, soweit ich das jetzt gesehen habe, wird gar nicht eingeblendet, auf was für einer Position man eingewechselt wird. Sehr gut. Du machst es, Mann, du machst es. Jawohl! Führung in letzter Minute. Wie geil ist das denn? Jetzt müssen wir es nur halten. Scheiße! Boah, jetzt führen die anderen wieder. Nein! Horford hat gefoult. Ist logisch, dass sie jetzt anfangen zu faulen. Oh, der ist drinne, scheiße. Wir können nur even haben jetzt im Endeffekt. Oder wir machen 3 Punkte. Es kommt jetzt darauf an, ob er trifft oder nicht. Er hat getroffen. Wir müssen 3 Punkte machen, sonst ist alles im Eimer. Und die sollten wahrscheinlich nicht wir machen. Outside Millsap.
Scheiße, hat's nicht geschafft, ey. Hat's nicht geschafft, schade, Mann. Naja, damit ist eine weitere Niederlage bei uns in unserem Spielbuch eingetragen. Ärgerlich, ärgerlich, Leute. Mann, Mann, Mann. Aber dafür ist das Spiel generell für uns ganz gut gelaufen. Wir haben doch wichtige Punkte gemacht, auch wenn sie am Ende nichts verändert haben am Ergebnis leider. Was soll's. So, was gibt's hier? Schlüsselspieler, 12 Minuten. Ja, gucken, geht hier noch irgendwie was weiter. Unterwegs nach Detroit, da passiert nichts. Würde sagen, dann machen wir einen Cut an der Stelle. Ich bedanke mich natürlich fürs Zusehen und sag ciao, ciao, bis zum nächsten Mal.